In diesem Video wird es darum gehen, die Bedeutung von Kommunikation und gegenseitigem Lernen näher zu beleuchten. Beides spielt eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, Wissen in Bezug auf den Klimawandel und insbesondere die Notwendigkeit des Handelns zu adressieren. Kommunikation und Kommunikationsstrategien sind wichtige Elemente, wenn es um die Eindämmung oder sogar die Bekämpfung des Klimawandels geht. Schauen wir uns das Beispiel des Talanoa-Dialogs an. Dieser Dialogprozess hat seinen Ursprung im pazifischen Raum, wo der Begriff für die traditionelle Form einer nicht konfrontativen Entscheidungsfindung zu Fragen des gesellschaftlichen Wohls im Konsens steht. Dieses Kommunikationsformat wurde zur UN-Klimakonferenz in Bonn im Jahre 2017, der COP23, unter der Präsidentschaft der Fidschis eingeführt. Hier sollte der Dialog dazu dienen, Fragen zu beantworten. Wo sind wir? Wo wollen wir hin? Wie kommen wir dorthin? Dieser Dialog implizierte, dass sich Repräsentanten ganz unterschiedlicher Nuance und verschiedener kultureller Hintergründe gegenseitig Geschichten erzählten, ihre Wahrnehmung der Probleme illustrierten und ganz unverblümt und ohne Anschuldigungen Geschichten erzählten. Bei dieser Form des Dialogs spielt respektvolles Zuhören und Ehrlichkeit eine wichtige Rolle. Man wollte durch das Erzählen von Geschichten auch Vertrauen aufbauen und sich gegenseitig besser verstehen, indem man eben sehr spezielles, individuelles Wissen vermittelt. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, Transparenz herzustellen. Denn Transparenz hat in Bezug auf die individuellen Betroffenheiten, in Bezug auf den Klimawandel und den Umgang mit den Folgen eine wichtige Bedeutung. Transparenz spielt auch für die Wissenschaft eine wichtige Rolle. Und zwar in Bezug auf den Umgang mit Prozessen, in Bezug auf Unsicherheiten, aber auch in Bezug auf Grenzen der Möglichkeiten, etwas umzusetzen zum Beispiel. Und es ist sehr wichtig, dass bei all dem die jeweiligen Rahmenbedingungen respektiert und auch akzeptiert werden. Auch kann es sehr hilfreich sein, wenn man über innovative Formen der Wissensvermittlung und insbesondere der adressatengerechten Vermittlung von Wissen nachdenkt. So kann zum Beispiel die Möglichkeit genutzt werden, Kinder spielerisch für den Klimawandel und ganz einfache Anpassungsmaßnahmen zu begeistern. Und damit kann man einen Beitrag leisten, dass Kinder Informationen weitertragen und dadurch auch beispielsweise bei ihren Eltern ein Umdenken anregen. Das gegenseitige Lernen, also das Lernen voneinander, spielt folglich eine sehr wichtige Rolle. Hier lässt sich das Konzept der Quadruple Helix anwenden. Die verschiedenen Akteure aus der Politik, aus dem Privatsektor und aus der Wissenschaft zusammenzubringen und dabei eine Orientierung an den Bedürfnissen der Zivilgesellschaft vorzunehmen, wird mit dieser Helix adressiert. Heruntergebrochen auf den städtischen Kontext spielen unterschiedliche Netzwerke eine Rolle, wie zum Beispiel ECLAY, das Netzwerk für Local Governments for Sustainability, oder auch Netzwerke wie der Convent oder Compact of Mayors oder die C40-Initiative, die ein Netzwerk der Megastädte der Welt darstellt, das sich dem Klimawandel verschrieben hat und Städte dabei unterstützt, effektiver zusammenzuarbeiten und dabei Wissen zu teilen und sinnvolle und auch nachhaltige Maßnahmen zum Klimawandel voranzutreiben. Dies ist nur exemplarisch gedacht. Es gibt eine Vielzahl weiterer Netzwerke, die sich dem gegenseitigen Lernen verschrieben haben. Mit diesem Zitat möchte ich diese Lektion beenden und damit noch einmal darauf hinweisen, wie wichtig es ist, dass wir dem Klimawandel wirklich begegnen und tatsächlich handeln.